Grüßt euch allesamt zur nächsten Folge von Crusader No Remorse. Dass wir bald durchhaben werden. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich dann den zweiten Teil gleich hinterher mache. Oder erst später, aber ich mache ihn definitiv. Genau. In der letzten Mission, so als kleines Recap, haben wir, wenn ich mich recht erinnere, die Zielkoordinaten der orbitalen Plattform umgelenkt, um irgendeine andere Stadt in die Luft zu jagen oder zumindest, keine andere Stadt, aber dafür irgendein WEC, eine WEC-Anlage. Und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ne? Ja, wenn ich irgendwie hinkomme, jetzt. Keine Rast den rastlosen Captain. Einer unserer Informanten hat mir eben mitgeteilt, dass der Colonel nicht tot ist. Seine Hinrichtung ist schon für morgen angesetzt, aber vielleicht können wir ihn doch noch befreien. Ich hätte Cordova damit betraut, doch ich glaube nicht, dass er im Moment dieser Aufgabe gewachsen ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen jemanden mitgeben, aber unser Personal ist zu begrenzt. Passen Sie auf sich auf, Captain. Ich will nicht noch einen guten Soldaten verlieren. Okay, diese Mission wird cool. Diese Mission wird cool. Freut euch drauf. Und ich bin auch mal auf die Waffe gespannt, die ich mir jetzt gekauft habe. Ich hoffe, meine Munition, die geht nicht zur Neige dadurch. Nun gut. Was habe ich denn dafür weggeworfen gehabt? Na? Kruzifix. So. Auto-Shotgun. Oh. So. Glück gehabt. Wer war das neulich, der mir freundlicherweise gesagt hat? Ach. Scheiße, die nutzt gar nicht die Munition. Ich hab dich da letztes Mal verguckt. Doch. Ist das blöd? Ach nee, die nutzt doch eine andere. Shit. Na egal. Ja, die nutzt die Shotgun-Munition logischerweise. Ah, ja, okay. Genau, ich habe neulich mal wieder einen nützlichen Hinweis bekommen, dass ich mit G alles in der Umgebung aufsammeln kann. Das habe ich ganz vergessen. Name fällt mir gerade nicht ein. Ich mache es einfach als Kommentar rein. Danke. Auch der Hinweis mit der Zwischensequenz, die ich vergessen habe vom Maxis, die ich noch nachreichen werde. Na? Komm her, du kleiner Enforcer. Na komm mal her. Ja, komm mal her. Ach, eine gute Umsetzung. So, Delle. Ich spare mal ein bisschen die Shotgun-Munition. Weil am meisten geben mir die Leute eh immer das hier. Noch was raus, oder? Okay, die Tür geht noch gar nicht auf. Ah, bestimmt da. Ja, die Mission wird echt cool. Wie hoch stehen die Aktien des Verräters, Lieutenant? Ich bin sicher, dass Dragon ein persönliches Interesse am Schicksal des abtrünnigen Silencers... Aber, Captain, was für eine Überraschung. Ich habe sie schon wieder unterschätzt. Wer hätte das gedacht? Wie man sieht, haben meine Soldaten versagt. Das heißt, ich habe meine Truppe überschätzt. Aber egal. Das macht nichts. Ich weiß, wann es Zeit wird, sich zurückzuziehen. Natürlich ist es nötig, hier alle meine Spuren zu verwischen. Ich werde es so einrichten, dass die Zentrale denkt, dass niemand außer Ihnen als Spion in Frage kommt. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Freunden verabschiedet, bevor Sie gingen.
weil nichts übrig bleiben wird, wenn die Blast Pack explodiert. Zu schade, Captain, dass Sie sich auf die Seite des Widerstandes stellen mussten. Das Konsortium wäre ein weitaus lukrativeres Geschäft gewesen. Ich werde Sie vermissen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. So, was sagt uns das? Zum einen, dass das eine verdammt blöde, miese Schlampe ist. Und zum anderen, dass anscheinend Brooksy, ja, doch keine Verräterin war. Aber wo ist sie dann? Sie hat sich ja wegteleportiert nach ihrer angeblichen Überführung. Ich sag schon, da besteht irgendwo ein Laser. Gefangene? Ach ja, ich probiere das jetzt nochmal mit Escape, weil diese besagte Person... Ja, tatsächlich. Moment. Jetzt geht's nicht mehr, das geht nur am Anfang. Nee, doch nicht. Bin ich blöd? Genau, weil mir wurde auch gesagt, dass ich mit Escape die Dinger abbrechen kann, aber... Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Und zwar kann ich die... zwar vollständig überspringen mit Escape, denke ich jetzt mal. Aber wenn die hängt, die Sequenz, wenn irgendwie so ein Punkt, Punkt, Punkt kommt, dann wird es mit Escape wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Vergesst einfach, was ich alles sage. Ich denke gerade ein bisschen laut. Viele, viele Kisten Enforcer. So. Ja, wunderbar. So. Da ist eine Kamera. Kann ich die durch die Laser abschießen? Nee, doch. Glück gehabt. Wollen wir schon nach Laser Ausschau halten? Übrigens, manche mögen sich irgendwie denken, warum ich zu diesen kleinen roten Knubbeln, die immer an der Wand hängen, die Alarm auslösen, immer Laser sage. Das sind eigentlich Sensoren, aber es gibt ein Gerät, da kann man unsichtbare Laserstrahlen anzeigen. Das habe ich jetzt nicht. Und da sieht man, dass das eigentlich immer so kleine Laser eben sind. Deswegen sage ich dazu mal Laser. Auch hier wieder, ich denke bloß ein bisschen laut. Passiert heute irgendwie recht oft. Ah! So. Ah, still. Was sind noch zwei Stück? So. Wahnsinn, hier viele Kameras. Trick 17. Außerhalb vom Bildschirm schießen. So. Ist noch eine. Da geht's noch nicht hoch. Okay. So. Ich speichere jetzt lieber einfach mal. Wir sehen auch, da oben liegt eine gefangene Leiche. Na, das hat sie gebracht. So. Irgendwas ist noch aufgegangen. Okay. Bevor ich da oben lang gehe, schau ich lieber erstmal hier noch rum. Quatsch. Okay. Ah! Na gut, was reg ich mich auf? Stirbst du nicht mal? Geht ja viel aus Kalten. So. Schauen wir uns erstmal kurz unten lang. Wir müssen wohl runterspringen. Was ist denn jetzt hier?
wollen. So. So. Ich habe immer die Angewohnheit, zum Veteran zu rennen, kurz bevor er stirbt, was dann zur Folge hat, dass ich Energie verliere. Das sollte ich mir abgewöhnen. Okay. Keine Veterans. Zap, zap. Oh, doch. Die hasse ich natürlich auch. Ich sollte mal die Munition von dem Ding sparen. So. Credits. Ja, tatsächlich. Wieso? Ich hab damals ständig auf Escape rumgehämmert. Wahnsinn. Okay, da war ich schon. Und oben war zwar auch ein Exit, aber ich schaue trotzdem noch mal kurz hier lang. Weil ich möchte schon recht gründlich hier das Gebiet ein bisschen aussäubern. Ja. Hier gibt es gar nicht mehr viel auszusäubern. Das ist oben. Okay, komisch. Ist die Stelle? Eben. So, Delle. Granatwerfer Munition. Fehlt noch was. Energiezelle. Auf. Okay. Sag mal. Hier passiert einfach zu viel gerade. Rein! Okay. Ich sollte mich vielleicht kurz hier rüberrollen. So. Ah, scheiß drauf. Ah, das Ding ist schildgeschützt, hä? Ja. Okay, das Ding ist schildgeschützt. Ich frag mich grad. Genau. Nein, keine gute Idee. So. Deswegen hat das andere Ding wahrscheinlich so viel ausgehalten. Aber ich habe gedacht, die Schilde. Egal. Tür ist offen. Hallo, stirb. Zack. So. So. Sieht mir so nach Bodenplatte aus. Cool. Cool, cool, cool. Perfekt. Perfekt. Ah, die Mission hat auch ein so tolles Ende. Okay, deshalb ist die andere Seite. Genauso wie das hier. Gut, das bedeutet, ich gehe jetzt. Ja, ich hab's mir gar nicht gedacht.
Na? Ganz komisch. So. Falsch, da war das Exit. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Speichern. Okay, ich geh erstmal oben ran. Oben rauf. Von einer höheren Position lässt sich's leichter. Leute niedermähen. So. Ich frag mich gerade, muss ich da lang? Sehe ich gleich. Beziehungsweise lang muss ich das sicher nicht, aber ob es da was Interessantes gibt, wäre mal schön zu wissen. Eine Kamera gibt's da. Nee, auf die habe ich nicht so Lust, aber. Okay, Teleporter. Ich glaube aber vorhin auch irgendwo ein Teleporter, in den ich nicht rein bin. Da genauso. Ich lasse die Teleporter einfach mal in Ruhe erstmal. Das ist ein Metron. Der hier. Nein! Ich bin tot. Scheiße. Oh, fuck. So. Okay. Shit. Das ist gerade ein bisschen doof bei der DOS-Box, weil wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dann reagiert meine Steuerung ein bisschen spät. Kann mich immer schlecht rumrollen. Wo kommt der jetzt erstmal her? Ich sollte mich nicht vor die Kisten stellen. Nachladen. Kommt der hier noch gar nicht? Ist cool, erst wenn ich da hochlaufe. Ja, tatsächlich. Ich bin schon. Ah! Okay. Ich lass den Veteran hier einfach mal in Ruhe. Ich schau erst mal, was hier unten ist. Also, oben wissen wir, ist die Thrasher-Kanone. Überall Teleporter. Aber da ist eine Keycard, da muss ich sicherlich rauf. Das ist schon eine Thrasher-Kanone. Ja, okay. Okay, das bedeutet. So. Ja, langsam geht's auf Plattformniveau rauf, glaube ich. Das ist übrigens der Grund, warum ich nicht auf harte Nuss, sondern Gelegenheitsspieler spiele. Ich möchte nicht wie vorhin ständig sterben später. Versteck die Kasernen. Ja. Ich glaube, die Teleporter gehen immer bis. Da habe ich voll. Keine Kameras, gelbe Keycard, lauter Kisten. Na. So, die nicht vergessen. Überwachungszentrale. Okay, muss ich rauf. Der Level ist ganz schön. Ja, groß muss ich sagen, von der Möglichkeit oder von Möglichkeiten her, die man gehen kann, was ich sehr gut finde.
Der Switch muss sich bei heutigen Spielen einfach nur zu sehr in dieses Tunnelgelaufe